Oh ja, schick. Ja, genau. Cool. Super. So coole Charakterporträts vor schwarzem Hintergrund mit viel Licht- und Schattenstimmung sind schon richtig cool, ne? Und schauen auch echt professionell aus. Ja, aber dazu braucht man natürlich ein Studio und vor allen Dingen einen schwarzen Hintergrund. Denkst du jetzt vielleicht, ist aber nicht so. Das mit dem schwarzen Hintergrund ist viel einfacher, als du dir vielleicht vorstellst. Und genau darum geht es im heutigen Video. Schwarzer Hintergrund geht immer. Und damit meine ich wirklich immer. Auch ohne, dass du einen schwarzen Hintergrund hast. Klingt komisch, ne? Ich zeige dir in dem Video genau, wie das funktioniert. Das Video ist ein Auszug aus meinem Online-Kurs Fotografieren lernen kompakt. Und nein, keine Sorge, wenn du den Kurs gekauft hast, ich verramsche den hier nicht. Und keine Hoffnung, wenn du den Kurs noch nicht gekauft hast, du bekommst den hier nicht umsonst. Das ist nur ein Auszug und das ist auch der letzte Auszug, weil mehr habe ich zum Thema Blitzen in dem Kurs gar nicht gemacht. Der gesamte Kurs besteht aus weit über 50 Videos, mehr als die paar Videos, die ich jetzt in der Blitzserie hier verarbeite. Also schau mal rein, wenn du fotografieren lernen willst. Es lohnt sich garantiert. So, und jetzt kommen wir mal zu Fotos vor schwarzem Hintergrund, auch ohne schwarzen Hintergrund, weil schwarzer Hintergrund geht nämlich immer. In diesem Bonusvideo geht es jetzt um solche Charakterporträts in Schwarz-Weiß vor dunklem Hintergrund, so typische Studioporträts, wie ihr sie alle mit Sicherheit schon mal gesehen habt, wie man sie auch immer wieder gerne anschaut. Aber klar, dazu braucht man natürlich ein Studio, dazu braucht man einen schwarzen Hintergrund und entsprechendes Lichtsetup. Denkst du? Ist aber gar nicht so. Und deswegen sind die Zoe und ich gerade auch hier draußen, weil wir machen nämlich jetzt genau so ein Charakterporträt vor schwarzem Hintergrund, hier draußen am helllichten Tag, ohne schwarzen Hintergrund und eben nicht im Studio. Was du dazu brauchst, ist relativ einfach. Natürlich brauchst du eine Kamera, du brauchst ein Model und du brauchst einen einfachen Aufsteckblitz. Ich habe hier sonst eine Softbox drauf, das ist aber tatsächlich überhaupt nicht zwingend erforderlich. Es reicht ein Aufsteckblitz und hier oben auf der Kamera so ein Blitzempfänger, Blitzsender, mit dem wir den Blitz fernauslösen können oder wie man sagt, entfesselt. Das haben wir ja schon kennengelernt. Und um dir zu zeigen, dass ich das auch wirklich hier mache und dass es jetzt kein Fake ist, was ich dir hier präsentiere, machen wir jetzt erstmal eine ganz normale Aufnahme von der Zoe mit der ganz normalen Belichtung, wie sie hier draußen halt ist. Dazu muss ich mein Cap umdrehen, weil sonst stoße ich da dran. Deswegen drehen Fotografen auch immer ihre Caps um. So. Und damit haben wir schon mal die erste Aufnahme. Das ist wahrscheinlich auch erwartungsgemäß die Belichtungssituation, wie wir sie im Augenblick hier gerade vorfinden. Was wir jetzt machen müssen, ist das Ganze schwarz kriegen. Wie machen wir das? Wir stellen einfach die Belichtung so ein, dass komplett unterbelichtet ist. Das bedeutet also, es muss ein schwarzes Bild rauskommen. Am einfachsten ist das, wenn das gerade so schwarz ist, weil dann hast du es nachher beim Aufhellen, das wirst du gleich sehen, ein bisschen einfacher. Also, du musst die Belichtungssituation so anpassen, dass du gerade so ein komplett schwarzes Bild bekommst, also das Umgebungslicht komplett aussperrst. Bei einer DSLM, also bei der spiegellosen Kamera, hast du ja eine Belichtungssimulation im Sucher direkt. Da kannst du das sehr einfach einstellen. Bei einer Spiegelreflex musst du möglicherweise ein paar Testbilder machen, aber ist ja kein Problem. Das machen wir jetzt auch mal. Ich habe das jetzt entsprechend hier eingestellt und das müsste auch passen soweit. Jawohl. So, jetzt haben wir ein schwarzes Bild. Wozu ist das gut? Das dient uns als Referenz. Also wir wissen jetzt, solange wir jetzt nichts weiter machen, ist alles schwarz. Der Hintergrund ist offensichtlich schwarz, das Motiv ist aber auch schwarz. Und da arbeiten wir jetzt eben mit dem Blitz dagegen. Dazu schalten wir den hier mal ein und stellen den Blitz mal auf volle Leistung, weil es ist doch relativ hell. Und wir haben deswegen sehr, sehr stark unterbelichten müssen, also die Blende sehr weit zumachen müssen, beispielsweise ISO 100. Also es ist schon ziemlich dunkel, was wir hier produzieren. Und deswegen müssen wir jetzt relativ stark dagegen blitzen. Deswegen mal den Blitz auf volle Leistung, so ein handelsüblicher Aufsteckblitz. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, das kannst du mit jedem Aufsteckblitz machen.
Der hat jetzt auch nicht übermäßig viel Leistung, vor allem nicht hier draußen bei, ja, zumindest leichtem Sonnenlicht. Die Softbox schluckt auch noch ein bisschen was, deswegen habe ich den mal auf volle Leistung gestellt. Das musst du ausprobieren. Das kommt ein bisschen auf den Blitz an, es kommt darauf an, ob du eine Softbox drauf hast oder nicht. Kommt natürlich auch darauf an, wie stark du das schwarze Bild schon unterbelichten musstest. Jetzt müssen wir halt mit einer Hand arbeiten, aber das ist ja kein Problem. Richten wir das mal ungefähr so aus. Jawohl. Und schwupp, wie du siehst, hast du ein studioartiges Porträt. Wenn du genau hinschaust, kannst du oben in der Ecke, oben links in der Ecke, noch ein bisschen Himmel durchlugen sehen. Ich habe also das Schwarzbild nicht 100% schwarz gemacht. Es ist noch so ein ganz klein bisschen restlich zu sehen. Aber das ist in ein paar Sekunden in der Bildbearbeitung in Lightroom oder Capture One oder irgendeinem anderen RAW-Entwicklungsprogramm ist das rausretuschiert, also abgedunkelt und keine wirklich große Geschichte. Ja, und das ist natürlich viel einfacher, wenn du nicht gerade in der Sonne stehst oder nicht gerade am helllichten Tageslicht, aber in einem ganz normalen Raum beispielsweise oder in der Unterführung, also wo es nicht super hell ist, ist das noch viel einfacher, weil du ein bisschen weniger Blitzleistung brauchst, weil du eben nicht ganz so stark unterbelichten musst. Ganz wichtig dabei ist, der Hintergrund muss weit weg sein. Das wird nicht funktionieren, wenn jetzt zum Beispiel der Hintergrund, also eine Wand zum Beispiel, direkt einen Meter oder so hinter der Zoe stehen würde. Dann würde das nicht funktionieren, weil dann die Blitzleistung ausreichen würde, um den Hintergrund auch wieder mit aufzuhellen. Du musst also schauen, dass dein Hintergrund so weit weg ist, dass quasi das Blitzlicht den Hintergrund nicht mehr erreicht und eben nicht mehr aufhellen kann. Und dann funktioniert das sehr einfach. Und wenn wir jetzt noch eine kleine Schwarz-Weiß-Umwandlung machen, dann haben wir ein richtig cooles Studioporträt von der Zoe. Probier das aus, nimm das vielleicht auch als Aufgabe mit. Mach einfach mal ein schwarz-weiß oder auch farbiges, studioartiges Porträt vor schwarzem Hintergrund, ohne Studio und ohne schwarzen Hintergrund. Viel Spaß dabei! So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen oder dich zumindest ein bisschen unterhalten. Und wenn dem so ist, dann lass mir einen Daumen hoch da. Lass mir ein Abo da, wenn noch nicht geschehen. Schalt die Bimmelim ein, damit du kein Video verpasst. Und bleib dabei, die Blitzserie geht weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.